geht ja jetzt gerade aktuell um das Thema Osama bin Laden und ob man sich halt freuen darf oder kann, wenn jemandem sowas passiert, also dass jemand quasi ermordet wird. Und also ich finde, dass man sich auf jeden Fall nicht darüber freuen kann oder darf, weil es dennoch ein Mensch ist, der vielleicht einige Dinge getan hat, aber dennoch sollte man sich grundsätzlich nicht darüber freuen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich weiß jetzt nicht, ob Angela Merkel das so gemeint hat, dass sie sich einfach freut, weil sie denkt, dass mehr Terror weg ist, oder ob sie das wirklich so extrem gemeint hat. Es wird natürlich in den Medien immer so dargestellt, wenn jemand, egal was er sagt, es wird dann halt so ausgeschlachtet. Und ansonsten denke ich aber dennoch, was viel wichtiger ist, ob sich jetzt da jemand drüber freut oder nicht, es werden ja zum Teil auch keine Bilder gezeigt, was ja heißt, okay, die Amis sagen, es ist passiert, aber man hat ja keinen Beweis. Man braucht zwar nicht für alles Beweise, aber dennoch ist man sich natürlich nicht sicher. Wer weiß, vielleicht war es jemand anders, vielleicht ist er immer noch da. Es gibt immer solche Geschichten, die weitergehen. Und ich denke, die Leute sollten lieber drüber nachdenken, ob nicht in nächster Zeit noch irgendwas passieren könnte oder noch mehr Sicherheit und Schutz gewährleistet werden sollte. Weil nur weil jetzt jemand weg ist, heißt das jetzt nicht, dass andere nachkommen oder dass es Nachfolger geben wird. Ich glaube, dass es definitiv ganz viele Anhänger gibt in der Richtung, die dann da auch Racheakte ausführen wollen und auch werden. Und von daher brauchen wir jetzt nicht denken, dass es vorbei ist, nur weil der Führer, ob das Idol, Symbol, was auch immer jetzt weg ist. Deshalb denke ich, ist auf jeden Fall bei dem Thema noch ganz, ganz, ganz doll sehr viel Vorsicht geboten. Musik.